Ja, willkommen zu einem neuen Review. Ich teste heute den Rosanna Erdbeere für euch. Ich zeige euch mal kurz den Schnitt ins Bild. Der Schnitt ist etwas gröber, kleine Ästchen waren auch dabei, angefeuchtet noch mit Glycerin, aber für den Kopfbau geht es auf jeden Fall klar, der Schnitt. Ja, geruchlich ist es auf jeden Fall erstmal eine sehr, sehr süße Note. Es riecht ein wenig künstlich nach Erdbeere. Ja, mehr kann ich zum Geruch eigentlich nicht sagen. Ist halt ein bisschen künstlich und süßlich. Auf jeden Fall, der Geruch geht klar. Ich zeige euch kurz mal mein Setup. So. Das ist, wie auch im vorigen Video, der Heaven Sent Glas Einlochkopf. 3 Bambuchas, 2 Lagen Alufolie und Atomlochung. Den Setup brauche ich eigentlich im Moment ziemlich gerne. So. Ja, ist auf jeden Fall eine etwas schwächere Erdbeernote. Es schmeckt auf jeden Fall süßlich, ein wenig künstlich würde ich auch sagen. Ja, mehr kann ich eigentlich jetzt nicht rausschmecken. Also Erdbeernote ist eher ein bisschen schwach, es schmeckt ein wenig künstlich und ja, ist halt süßlich. Also Geschmack geht auf jeden Fall klar. Ich zeige Ihnen noch mal kurz rauchlich. Ja, rauchen tut auch ganz gut. Also ich würde sagen, komme ich mal zu meinem Fazit. Ich gebe den jetzt 7 von 10 Punkten. Ist ein bisschen künstlich der Geschmack und nicht so stark. Daher nur die 7 von 10 Punkten. Ja, also so ein mittelmäßiger Erdbeertabak. Und ja, dann war es das eigentlich auch wieder mit dem Review. Kommentieren und abonnieren nicht vergessen. Bis dann!